Ein Pack hast du das. Hallo und willkommen zurück zu einem neuen Video, Freunde. Wir sind zurück auf Reefer Games, Freunde. Und heute sind wir zurück auf meinem Guest, Freunde. Und ihr seht es schon, mein Kontostand ist, ich habe fast nichts mehr, Freunde. Und ihr habt schon am Titel gesehen, ich mache heute ein kleines GS-Update, Freunde, denn es ist heute auch ein besonderes Video, Freunde, denn es ist insgesamt schon mein 200. Video auf YouTube, Freunde. Das ist schon eine Masse, Freunde, und ich schnack jetzt mal nicht lange drum rum, denn ich habe ein bisschen was zu zeigen und ich hoffe, dass ich nicht gekickt werde, Freunde. Also, bis gleich. Den Skin kennt ihr ja schon, Freunde, aber den Skin kennt ihr noch nicht, Freunde. Denn das ist der Skin von der lieben Delen, Freunde, der mich, by the way, 3 Tode gekostet hat. Huch, von der besten Bauarbeiterin auf ganz Griefer Games, Freunde, habe ich mir so gedacht, okay, weil da ja noch Platz auf der Seite ist, brauchst ihr den Skin hin. Auch als kleines Dankeschön dafür, dass sie mich hier geholfen hat auf mein Gas. Dafür ist der TNT-Berg jetzt ein bisschen nach hinten geschoben worden. Und ja, dann kommen wir nach drin, denn da hat sich was geändert, denn ich habe da jetzt eine neue Karte drin, Freunde, und hier vorne, wenn man nämlich reinkommt in meiner Knallfroschburg, Freunde, sieht man als erstes nämlich die Abo-Karte von dem Cody und, damit man mein, ich weiß, Eigenwerbung stinkt, Freunde, aber damit man das hier sehen kann, am besten YouTube-Kanal und Twitch-Kanal, ich weiß, Freunde, auf Twitch bin ich relativ inaktiv. Ich versuche da demnächst wieder aktiver zu werden. Und hier ist nicht mehr meine Engelskarte. Nein, da habe ich jetzt eine Halloween-Karte hingemacht, Freunde. Und ja, mir gefällt die Karte. Und wie gesagt, ist Geschmackssache. Aber mir gefällt sie. Und das können wir ja wieder hier wegmachen. Dafür hat sich hier was dafür ist die Nature-Karte da hingekommen. Denn ich habe nämlich hier unten meine kleine Kuli-Ecke weggemacht. Das hat nämlich einen Grund. Freunde, denn wenn man hier gespawnt wird auf meinem Grundstück, ganz normal, und ich merke gerade, ich habe Toner. Die machen wir mal fix aus, denn ich hoffe nicht, dass das jetzt gestört hat. Auf jeden Fall habe ich hier einen kleinen Zusatzweg gebaut. Ihr habt das schon eben gesehen, ich habe da was noch hingebaut. Denn, hier so verlaufen wir mal diesen kleinen Weg lang, so, zack, 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 stehen wir jetzt vor einem Gebäude, das ich gebaut habe. Dieses Gebäude hat einen Inhalt von über 100.000. Ich habe nämlich ein bisschen Geld ausgegeben, Freunde. Und das ziemlich viel. Denn, ja, ihr fragt euch jetzt, ihr habt euch mit Sicherheit gefragt, wo ich die Engelskarte hingemacht habe, die ja da war. Diese Karte, Freunde, ist nämlich hier. In meinem kleinen Museum. Ich habe nämlich auf meinem zweiten Geld, wer es vielleicht nicht gekriegt hat, war hier ja, meine Doppelkisten, die habe ich weggemacht. Und dann habe ich mir gedacht, gut, kommt hier so ein kleines Museum hin. Was, by the way, dazu auch führt, dass ich ab und zu mal aus dem Spiel geworfen werde, weil das hier alles lädt und es nicht hinterherkommt. Hashtag Handyspieler, Freunde. Und ja, habe ich mir gedacht, gut, dann machst du hier ein bisschen kleines Museum hin. Die Karten verkaufe ich nicht. Für die, die sich das dann fragen, ich werde die Karten nämlich nicht verkaufen. Das sind nämlich meine. Die habe ich mir hier gekauft. Und ich finde sie eigentlich relativ niedlich, die Karten. Hier sind, by the way, auch die Karten von Kuldi. Die Bi-Kitty-Karte, die Cerberus-Karte. Hier fehlt noch eine Karte, da kommt auf jeden Fall noch eine hin. Hier ist noch eine Miau-Karte. Und passt, es stimmt ja heute, ist ja Valentinstag, Freunde. Daran habe ich gar nicht gedacht. Passt es ja auch hierzu. Dann habe ich hier noch ein paar Köpfe hingemacht. Hier oben ist nämlich noch von Elton de Dolton ein Kopf, der mir den geschenkt hat. Hier ist zum Beispiel hier der Abgekopf, Zwieback, Rypex, Bantor. Hier ist zum Beispiel der Beacon-Kopf, den ich mal vor ein paar Folgen gekauft habe. Der Creeper-Kopf von Kuldi. Ja, hier die Karten, die ich ja auf CB22 habe. Also ich habe jede Karte, die ich hier gekauft habe, neu, auf CB22 gekauft. Die hier von Amazon. Dazu komme ich auch gleich. Liebe Grüße gehen auch an sie raus. Oder allgemein an alle, die Amazon betreiben, den Kartenshop. Ebenfalls die Karte. Und sie hat mir auch ihren Kopf geschenkt. Der ist hier, Freunde. Hier kommen nämlich spezielle Köpfe hin. Ich sag mal so von Ehrenmännern, die, oder Ehrenfrauen, um das mal jetzt zu machen, die mir ihre Köpfe schenken wollen. Und dann kommen die hier hin. Hier kommt auf jeden Fall noch eine Karte hin. Hier, falls ihr was fragt, kommt die Delen- und Denkerline-Karte, die der liebe Kuldi mir noch schenken will. Kleines Update, die
Stelen und Denkerleinkarte ist da, Freunde. Ich habe während der Aufnahme nicht gesehen, dass der liebe Kulthunter mir hier eine Kiste hingestellt hat mit der Karte, Freunde. Die Kiste sieht man tatsächlich sogar im Video, Freunde. Ja, das ist die Karte, Freunde. Die Denkerlein und deren Karte. Und dazu gekommen ist nämlich noch die Karte hier vorne. Die erinnert mich ein bisschen an den lieben Cody. Hey, mi. Und ja, die Karten sind dazugekommen. Das heißt, das Museum ist fast vollständig, bis auf diese eine Karte, Freunde. Das als kleines Update. Und ja, weiter geht's mit dem Video. Während nach der Aufnahme, also, das heißt, wenn das Video rauskommt am Montag, ist die Karte schon da. Also könnt ihr gerne mal nachgucken bei /ph. Ausrufezeichen Packer 14.2 kommt ihr hier hin. Dann könnt ihr euch das mal angucken. Hier kommen auf jeden Fall auch nochmal zwei Köpfe noch hin. Knallfrosch im Hals. auf jeden Fall, ja. Hier kommt die Denkerlein- und Delenkarte hin. Hier weiß ich noch nicht, was da für eine Viererkarte hinkommt, vielleicht von Kuli. Und hier muss ich mich ein bisschen dahin stellen, denn die Karte ist zwar nicht FSK 18, aber bei YouTube und dies und das kann ich die nicht ganz zeigen, denn diese Figur hat einen etwas tieferen Ausschnitt, Freunde. Ihr habt das eben seitlich vielleicht ein bisschen gesehen. Deswegen musste ich hier was vorbauen, aber wenn ihr sie komplett sehen wollt, gerne herkommen. Ist auf jeden Fall eine Creeper-Karte, gefällt mir auch sehr gut. Und dann hier auch noch ein paar. Ich finde, die Karten sind eigentlich richtig niedlich, Freunde. Und ja, hier haben wir auch noch mal City Build Evil, glaube ich, ist das hier, der Kopf. Mini Wookie, Zwieback und abgeliefert Mini CB1 Kopf. Ich habe auch einen CB Nature Kopf noch. Und ja, gerne eure Meinung zu meinem kleinen Museum in die Kommentare. Ihr könnt auch gerne Vorschläge machen, wie ich es vielleicht noch ein bisschen besser machen kann. Und ja, das ist ja also mein kleiner Shop. Ne, nicht Shop. Mein kleines Museum wird das nämlich. Vielleicht kommen ja hier noch ein bisschen Köpfe hin, je nachdem, Dekoration mäßig, irgendwas noch hin. Banner vielleicht, je nachdem, was mir so einfällt. Ja, das wäre mein kleines Gas-Update. Als, ja, kleines Jubiläumsvideo zu meinem 200. Video auf YouTube, Freunde. Es ist schon krass, muss man so sagen. 200 Videos, es kommt mir gar nicht so vor, in den 3 Jahren so viele Videos gemacht zu haben. Das ist Wahnsinn. Also krass. Hier sind nochmal CB12 und CB Nature Kopf und der Creeper Kopf. Ja, sonst hat sich nicht viel verändert, wie gesagt, bis auf mein Museum. Und damit verabschiede ich mich von diesem Video, Freunde. Von, ja, diesem Video, wie gesagt. Wie gesagt, liebe Grüße gehen an der lieben Amazon raus, die mir den Kopf geschenkt hat heute noch. Und die Karten mir verkauft hat, Freunde, wie gesagt, ich hatte über 100.000, jetzt sind sie weg. Ihr hattet, glaube ich, im letzten Griefer Games Video noch gesehen. Ich habe wirklich sehr viel Geld ausgegeben für mein kleines Museum. Und ich denke, es hat sich gelohnt, Freunde. Wie gesagt, Meinung gerne in die Kommentare. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Haut rein. Und dann ciao. Freunde.